Hey YouTube, was geht? Heute ist es endlich soweit, wir feiern mein 1000 Abonnenten-Special, auch wenn wir mittlerweile schon wieder 1150 oder 60 sind oder was auch immer. Egal, wir schauen uns zur Feier des Tages mein Gaming- und YouTube-Setup an. Und natürlich gibt es am Ende noch ein kleines Giveaway, also bleibt definitiv dran. Fangen wir an mit meiner Peripherie und zwar mit meiner Tastatur. Nach wie vor ist mein Daily Driver die Razer Huntsman Tournament Edition. Einfach die beste Razer-Tastatur in meinen Augen, weil sie ultra-smoothe, ultra-schnelle lineare Switches hat, was genau mein Ding ist. Teilweise sogar ein bisschen zu schnell und auch extrem laut, aber sonst liebe ich alles an der Tastatur. Die Keycaps sind überragend, die Geschwindigkeit ist überragend, das Keyfeel ist überragend, austauschbares USB-C-Kabel, super minimalistisches Design, alles genau so, wie ich es haben möchte. Und natürlich im Razer-Ökosystem, was später noch bei meinen Mäusen definitiv eine Rolle spielen wird. Zusätzlich habe ich das Ding mit dem weißen PBT-Upgrade-Set von Razer ausgestattet, damit ich halt die schwarz-weiße Optik meines Setups weiter noch verstärken kann. Ich finde, das sieht alles ziemlich geil aus. Und der Vorteil von diesen weißen Tastenkappen ist, dass das RGB der Tastatur nochmal deutlich knalliger leuchtet. Ja, direkt darunter befindet sich die Handballenauflage, nicht von Razer, sondern von Glorious, aus dem einfachen Grund, dass Razer sich dazu entschieden hat, seine Aftermarket-Handballenauflagen einfach nicht für TKL anzubieten, sondern nur für Full-Size-Tastaturen. Pech gehabt, dann greife ich eben zur Glorious Handballenauflage, erledigt auf jeden Fall ihren Job. Das Ganze liegt auf dem Glorious Mousepad aktuell, natürlich in der riesigen weißen Variante, doppelt XL. Es gibt noch eine Variante größer. Ich habe hier 900x450mm, völlig ausreichend mit einem TKL-Board. In weiß-schwarz, passend zum Rest der Optik. Sieht ganz geil aus, staubt relativ schnell ein, lässt sich aber alles regeln. Und das Ding ist maschinenwaschbar, deswegen sieht das immer wieder brandneu aus, sobald ich mir einmal die Mühe gemacht habe, das auch wirklich in die Waschmaschine reinzuwerfen. Dann geht's direkt weiter mit meiner Maus, beziehungsweise mit meinen Mäusen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe zwei Mäuse auf dem Tisch, und zwar zwei absolute High-End-Mäuse, was für die meisten natürlich Overkill wäre, für mich als Peripherie-Nerd wahrscheinlich relativ normal. Und zwar haben wir da einmal die Razer Viper Ultimate, die ich natürlich vornehmlich in Shooter-Szenarien verwende, einfach weil sie aufgrund ihrer leichten Bauweise, ihres perfekten Shapes, ihrer schnellen Switches, ihres perfekten Sensors ideal dafür geeignet ist. Aber für alles andere benutze ich nach wie vor meine Razer Basilisk Ultimate, die in meinen Augen nach wie vor eine der besten Gaming-Mäuse für jeden ist, der abseits von First-Person-Shootern irgendwas am PC macht, weil dieses Ding einfach so unfassbar flexibel ist. Ja, mit 106 Gramm ist sie relativ schwer, aber immer noch nicht so schwer wie viele andere größere Ergo-Mäuse. Und sie hat die gleiche Technik verbaut wie die Razer Viper Ultimate, also ist definitiv absolut in der Lage, perfekt zu tracken und auch in Shooter-Szenarien sehr gut gewappnet, halt nur aufgrund des Gewichts nicht ganz so gut wie die Viper Ultimate. Mit dafür, aber sobald ich anfange, Videos zu schneiden, im Internet zu surfen, irgendwas anderes am PC zu machen als zu zocken, ist das die beste Maus, die ich jemals verwendet habe. Und auch in anderen Genres als FPS kommen die zusätzlichen Buttons einfach mega geil. Insbesondere feiere ich es, dass wir hier einen dritten Maus-Button haben an der Seite, den ich als Hypershift-Button benutze, was mir ermöglicht, mit durch das Pressen dieses Buttons alle meine Tasten sowohl auf meiner Razer Huntsman Tournament Edition als auch auf meinen Mäusen mit einer zweiten Tastenbelegung zu versehen. Das ist super praktisch, vor allen Dingen im produktiven Kontext. Das funktioniert mega geil und bisher habe ich keine andere Maus gefunden, die das so gut umsetzt. Insofern Basilisk Ultimate top, Razer Viper Ultimate auch top und in Kombination mit dem Charging Dock habe ich hier in meinen Augen die perfekte Kombination aus Mäusen, weil beide mit dem Dock kompatibel sind. Das bedeutet, wenn ich irgendwie am PC arbeite mit der Basilisk Ultimate, steht meine Razer Viper Ultimate auf dem Dock und lädt auf. Sobald ich anfange, First-Person-Shooter zu zocken, wechsle ich die Mäuse und habe so gesehen niemals einen leeren Akku, egal wie sehr ich das RGB aufdrehe. Das ist insgesamt meine absolute Lieblings-Maus-Kombination, wenn man es so sagen kann. Natürlich gibt es andere Mäuse, die der Viper Ultimate Konkurrenz machen, wie die G-Pro X Superlight oder die Glorious Model O. Die passen aber einfach nicht so gut in das Ökosystem, was ich mir hier mit meiner Razer-Peripherie aufgebaut habe. Apropos Razer-Peripherie, natürlich gibt es noch mein Headset, das Razer Nari Wireless. Soundtechnisch definitiv gut, aber nicht das Beste, was ihr im 100 bis 150 Euro Bereich kriegen könnt. Warum dieses Ding nach wie vor auf meinem Tisch ist, liegt einfach daran, dass es mit Abstand das gemütlichste Gaming-Headset ist, was ich jemals tragen konnte. Was in meinen Augen fast wichtiger ist als die beste Soundqualität, aus dem einfachen Grund, dass die Soundqualität immer noch mehr als ausreichend ist, um Filme zu schauen, um Games zu zocken, auch mehr oder weniger kompetitiv, wenn man ein bisschen an dem EQ dreht und das halt über Stunden hinweg, ohne dass ich jemals das Gefühl habe, dass ich dieses Ding absetzen muss. Zusätzlich hat es noch Cooling Gel in den Earcups, das heißt, jedes Mal, wenn ich das von meinem Headphone-Stand runternehme, sind diese Dinger sehr kühl und angenehm. Alles in allem mega die geile Nutzererfahrung, deswegen ist es nach wie vor
mein Daily Driver. Vielleicht wird es in naher Zukunft vom Razer Black Shark V2 Pro ersetzt. Da muss ich aber mal gucken, ob es mir das wirklich wert ist. Genau, wie eben schon erwähnt, das Ding steht auf dem Headphone-Stand. Nicht von Razer, weil ich keinen beleuchteten Headphone-Stand brauche, sondern einfach aus schönem weißem Holz, damit sich das schön mit meiner hölzernen Tischoberfläche deckt. Aber nicht nur ein Gaming-Headset soll für guten Sound sorgen, wenn ihr am Zocken seid, sondern natürlich auch Boxen. Jedes Gaming-Setup braucht einfach ordentliche Boxen. Ich habe hier die Edifier Luna HDs. In meinen Augen definitiv mit Abstand die stylischsten Boxen, die ihr kaufen könnt. Kurz gesagt, diese Dinger sind der absolute Wahnsinn. Haben keinen eigenen Subwoofer unterm Tisch stehen, weil es ein 2.0-System ist. Haben aber in jeder Box jeweils 2 passive Subwoofer in der Rückseite verbaut. Und diese Konstruktion ist so genial, diese Dinger ballern einfach, wenn man sie aufdreht. Völlig ausreichend für das, was ich tue. Das Einzige, wofür sie nicht so geeignet sind, ist Soundabmischen beim Videoschnitt, weil sie doch einen sehr starken IQ haben, der halt für diese spaßige Soundkulisse sorgt, aber auch dafür sorgt, dass ganz, ganz, ganz feine Unterschiede in den Soundspuren ein bisschen verloren gehen. Deswegen mache ich das meistens mit meinem Headset, wo das eigentlich kein Problem ist. Und das war's mit der Peripherie. Natürlich besteht ein Gaming-Setup nicht nur aus Peripherie, sondern auch aus anderen Dingen, zum Beispiel meinem Monitor. Ich habe nur einen einzigen Monitor auf meinem Setup. Ich hätte gerne 2, aber dann würde ich Platzprobleme kriegen. Dadurch, dass mein Setup im Wohnzimmer steht, sollte es auch alles ein bisschen cleaner aussehen. Deswegen habe ich einen. Der ist dafür sehr, sehr groß. Das ist ein 32 Zoll VA-Panel in dem ViewSonic XG3240C blablabla. Ich schreibe euch einfach den Namen von allen Produkten in die Beschreibung. Aber dieses Ding ist absolut genial. Wie schon gesagt, ein VA-Panel mit QHD-Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholungsrate. Viele schreien auf, wenn sie VA-Panel und High Refresh Rate hören, weil sie gewohnt sind, dass VA-Panels eine relativ langsame Reaktionszeit haben. Allerdings muss ich dazu sagen, dass das hier eins der schnellsten VA-Panels auf dem gesamten Markt ist und ich eigentlich nie mit Smearing zu kämpfen habe. Also insgesamt ein absolut geniales Gaming-Panel. Hat die Pixeldichte ungefähr von einem 24 Zoll Full-HD-Monitor, also völlig ausreichend. Und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, auf ein kleineres Panel zurückzugehen. Also ich bin hochzufrieden mit dem Teil und werde es sicher in den nächsten Jahren absolut nicht auswechseln müssen. Wenn ihr mal eigene Monitor-Reviews sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Aber was bringt ein High-End-Gaming-Monitor, wenn man keinen High-End-Gaming-PC hat? Und da kommt mein brandneuer Gaming-PC ins Spiel. Brandneu nicht ganz, weil ich teilweise Komponenten aus meinem alten PC importiert habe. Aber legen wir einfach mal los. Am auffälligsten ist natürlich das brandneue Case, das Lianli O11 Dynamic Mini. Das habe ich gewählt aus dem einfachen Grund, dass es super flexibel ist. Es bietet ITX, MATX und ATX Motherboard Support und gleichzeitig absolut riesigen Radiatorraum, mit dem ich spielen kann, was für mich wichtig ist, weil ich einen Custom Loop verbaut habe. Der Custom Loop besteht aus 2 360 mm Radiatoren, die von einer DDC-Pumpe betrieben werden und ausschließlich meinen Prozessor kühlen, und zwar den Ryzen 7 5800X. Ist ein absolutes Gaming-Beast, auch durchaus für Produktivität geeignet. Ja, der 5900X wäre für Videoschnitt besser gewesen, aber den kriegt man zurzeit für Minimum 750 €, was absolut überteuert ist bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 550 €. Den 5800X kriegt man zur UVP von 450 € und es ist ein absolutes Monster. Aber gleichzeitig ist es auch ein ziemlicher Toasty Boy, deswegen dieses übertriebene Cooling Setup. Könnte auch mit einem kleineren Radiator gehen, aber wenn man schon einen Custom Loop hat, warum nicht all out gehen? Natürlich ist ein Prozessor nicht das einzige in einem Gaming-PC. Daneben stehen 32 GB DDR4 RAM mit 3200 MHz Takt und CL16 Cast Latency zusammen. Und natürlich die absolut geile Grafikkarte, die RTX 3070 Vision OC von Gigabyte. In meinen Augen die schönsten RTX-Karten, die jemals veröffentlicht wurden. Und die weiße Karte fügt das ganze Bild einfach nochmal richtig schön zusammen. Super geile Grafikkarte. 8 GB VRAM sind ein bisschen knapp messen, aber für QHD sollte das eigentlich in den nächsten Jahren nach wie vor locker ausreizen. Zum Beispiel Cyberpunk 2077, was so ziemlich der anspruchsvollste Titel zurzeit ist, verbraucht in maximalen Details ungefähr 6 bis 7 GB VRAM. Das Ganze wird getragen von dem Motherboard, und zwar einem ITX-Board, dem Asus ROG Strix B450i. Die Spannungswandler des Motherboards sind auch leistungsfähig genug, den Prozessor ordentlich takten zu lassen. Ich kriege einen All-Core-Boost von ungefähr 4,6 GHz hin. Mit einem X570 Motherboard und einer sehr, sehr guten VRM könnte ich da vielleicht 4,7 GHz rausholen. Als Speicher habe ich hier 1 TB SSD verbaut, dann habe ich noch eine 2 TB externe HDD, aber SSD-Speicher kann man nie genug haben. Wenn man einmal nur noch SSD-Speicher hat, kann man nie mehr auf eine interne HDD zurückgreifen. Aber das ist natürlich noch nicht alles.
Das Ganze wird von insgesamt 9 Lüftern betrieben, und zwar den Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB in Weiß. Absolut geile Teile, sind leider auch sehr teuer, deswegen habe ich sehr viel Geld für Lüfter ausgeben müssen, einfach weil so viele in dieses Gehäuse reinpassen. Aber sie sehen einfach geil aus, sie sind leise, sie kühlen gut, absolut großartige Teile, alles cool. Was soll ich sagen? Ich finde, das ist einer der stylischsten PCs, die ich je gesehen habe. Natürlich kann er noch ein bisschen Feinschliff vertragen. Ich werde da demnächst vielleicht noch Li & Li's Drymar-Kabel reinbauen, die ein bisschen besser reinpassen als die schwarz-weißen Kabel, die ich hier habe. Und ich werde sicher noch ein paar Komponenten weiß lackieren aus dem Custom-Look. Cooling-Performance genial, Gaming-Performance genial, Editing-Performance genial. Ich habe wirklich nichts zu meckern. Ja, was gibt's noch über mein Setup zu sagen? Natürlich, der Schreibtisch ist eine Eigenkonstruktion aus 2 IKEA Alex-Regalen und einer Volleichen-Arbeitsplatte, die normalerweise in Küchen verbaut wird. Die ist normalerweise naturfarben. Ich habe die schwarz gebeizt, damit das halt alles ins Setup passt. Diese Platte wird noch von Tischbeinen getragen, die ich umgekehrt auf die Alex-Regale drauf gemacht habe, damit der Tisch nochmal ein bisschen angehoben wird und besser mit meinem Gaming-Chair zusammenarbeitet. Und zwar nicht nur irgendeinem Gaming-Chair, sondern dem legendären Secret Lab Titan, und zwar in der Soft Weep Edition in Cookies and Cream. Also in Grau, Weiß, Schwarz, passend zu meinem Setup. Ich liebe dieses Teil, super bequem, besonders nachdem ich ein bisschen mich reingesessen habe und der Hartschaum in den Polstern sich so ein bisschen meinem Arsch angepasst hat, ist das Ding ultra bequem. Natürlich für jemanden, der jetzt im Homeoffice sitzt und danach noch 5 Stunden zockt, also über 12 Stunden am Stück am Schreibtisch sitzt, der sollte definitiv zu einem richtig ergonomischen Office-Chair greifen und nicht zu einem Gaming-Chair. Für meine Ansprüche ist das völlig ausreichend, insbesondere weil meine Größe perfekt auf den Secret Lab Titan abgestimmt ist. Ja, was gibt's noch zu meinem Gaming-Setup zu sagen? Das Ganze wird von Philips Hue-Lampen beleuchtet, einem Lightstrip mit einer Extension, die komplett um den Tisch herumgeht, und in meiner Schreibtischlampe natürlich noch eine Philips Hue-Birne, damit ich das alles farblich schön anpassen kann. Sieht auch sehr geil aus. In der Praxis benutze ich das aber fast nur eigentlich, wenn ich filme, damit ich Farbakzente in meinen Videos habe. Im Alltag habe ich meistens warmweiß oder kaltweiß, je nachdem, ob ich arbeite oder ob ich chille. Unter der Schreibtischlampe ist noch ein 3D-gedruckter Millennium Falke. Für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ein absoluter Star Wars Nerd abseits von Peripherie. Deswegen auch mein Star Wars Tattoo. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Und da drunter ist noch der Joker und an der Schulter ist Batman. Und das spiegelt sich natürlich auch in meinem Schrank zu meiner Rechten wieder, wo A, jeder einzelne One Piece Manga ist, meine dritte große Leidenschaft neben Batman und Star Wars, und diverse Comics aus dem Batman-Universum, aus dem Star Wars-Universum und auch ein paar aus dem Marvel-Universum. Zu meiner Linken sind ein paar Fanarts von One Piece, die ich tatsächlich auch selber gemalt und designt habe. Früher habe ich mal ziemlich viel gezeichnet und bin da auch relativ gut drin. Seitdem ich YouTube mache, ist das alles ein bisschen eingeschlafen. Aber vielleicht werde ich mal wieder ein bisschen Ruhe finden und ein bisschen was zeichnen, einfach um vom Bildschirm wegzukommen. Das war mein Gaming-Setup. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hat es euch ein bisschen Inspiration gegeben, euer eigenes Setup umzudesignen. Aber wir sind noch nicht fertig. Dadurch, dass wir das 1000 Abonnenten-Special feiern, habe ich noch ein kleines Giveaway zu verkünden. Zunächst einmal, Razer war so nett, für dieses Giveaway extra ein bisschen was rauszuhauen, und zwar die Razer Viper Mini und das Razer Gigantus Mousepad in der Large Edition. Habe ich auch in meinem Mousepad-Video vorgestellt. Alles geil, Razer Viper Mini, eine der geilsten Gaming-Mäuse, die letztes Jahr rausgekommen ist. Und nicht nur für kleine Hände, sondern auch für größere Hände, die Fingertip-Grip benutzen, eine absolut geile Maus. Der zweite Platz kriegt ein Mousepad, und zwar nicht nur irgendein Mousepad, sondern die Gleitmatte von Dornfinger. Eines der geilsten Mauspads, was ich jemals testen konnte. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die gelbe oder die schwarze Variante haben wollt. Das werdet ihr einfach entscheiden, wenn ich euch dann kontaktiere, falls ihr gewonnen haben solltet. Und es gibt noch einen dritten Platz als Trostpreis, und zwar ein Satz weiße Pudding Keycaps. Eine ziemlich geile Sache für jeden RGB-Liebhaber. Ihr solltet aber berücksichtigen, dass die Keycaps kein deutsches Layout haben. Da müsst ihr ein bisschen rumspielen, wenn ihr die aufsetzt, aber einfach als Trostpreis werden die auch noch rausgehauen. Das sind die Gewinne, die ihr haben könnt. Was müsst ihr dafür tun? Einfach in der Beschreibung den Gleam-Link anklicken. Da könnt ihr die verschiedenen Schritte befolgen, um eure Gewinnchancen zu erhöhen. Es reicht aber auch ein einziger Schritt. Nur mit jedem Entry, den ihr macht, das sind nicht besonders viele, steigen eure Gewinnchancen. Das Gewinnspiel geht bis zum 31. Januar 2021. Dann werde ich am 1. Februar 2021 werde ich den Gewinner auslosen und verkünden. Einmal als kurzes Video auf dem Kanal und natürlich auf meinem Instagram werde ich das auch nochmal verkünden. Die Gewinner werden natürlich auch per E-Mail kontaktiert. Wenn ihr mir innerhalb von 24 Stunden nicht antwortet, werde ich einen neuen Gewinner ziehen und den dann kontaktieren. Das war's von meiner Seite. Jetzt würde ich gerne noch zu guter Letzt euch bitten, kurz dran zu bleiben, denn ich würde gerne noch zwei Kanäle shoutouten, die mich entweder unterstützt haben oder die ich einfach feiere.
Das wäre zum einen Gamer's Gear, weil ich einfach finde, dass er nochmal eine ganz andere Perspektive auf Peripherie bringt als ich. Ich tendiere ja dazu, immer sehr, sehr pingelig zu sein. Und Gamer's Gear hat einfach eine deutlich entspanntere Art, daran zu gehen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall wertvoll, sich immer mehrere verschiedene Meinungen dazu anzuschauen. Insofern abonniert seinen Kanal. Zu guter Letzt möchte ich noch Elektro Gadgetto shoutouten. Das ist ein sehr guter Kollege von mir. Wir schreiben mittlerweile echt relativ viel und tauschen uns über Peripherie aus. Der Typ hat auf jeden Fall extrem viel Ahnung. Abonniert seinen Kanal. Der macht unfassbar hochwertige Reviews, die ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet. Mit meinem Kanal Gamer's Gear und Elektro Gadgetto habt ihr definitiv drei Kanäle abonniert, die euch alles Wichtige über Peripherie beibringen sollten. Insofern denke ich, dass das eine gute Auswahl an Reviewern ist, die euch dazu verhelfen sollten, die beste Kaufentscheidung zu treffen. Egal, genug gelabert, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Liked und abonniert den Kanal. Falls ihr zum ersten Mal hier seid, abonniert auch die anderen genannten Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Peace!